Der Grund aller Krieger und 666 Opferrituale, sowie hier am Omaha Strand und amerikanischen Friedhof, ist die Horus Matrix. Hier die Isis mit der Horus Falke und nebendran das französische Äquivalent der Marianne mit dem französischen Nationalsymbol der Hahn, was auch die Isis darstellt. Sie heißt auch Venus, Freiheitsstatue, Columbia, Helvetia, Freya und so weiter. Die Isis war schwanger von ihrem Mann Osiris, den sie ermorden ließ vom Herrn der Finsternis, Set-On oder Satan, Sat-An, damit sie ihr Kind Horus alleine am Nil erziehen konnte, nach dem Bild eines gehorsamen Mannes, was Set-On für sie ausgetüftelt hatte. Genauso wie man nur aus Wolfenbabys kleine dumme Hörnchen macht. Und genau darum sollte man die Männer in all diesen Kriegen töten, damit man ihre Söhne ohne die Einmischung und Übertragung der Väter nach dieser pharaonischen Matrize erziehen kann. Und das Wort Matrix, Matrize oder Mutterform, kommt denn auch von dem lateinischen Mater oder Mutter, die Isis. Und all diese Adligen von so und von das und von hier und so in der SS und Wehrmacht, die die einfachen europäischen Männer in die Horus Matrix durch den Fleischwolf jagten, sind alles richtige Pharaonen, wessen Wort aus dem demotischen Per A kommt, was das große Haus bedeutet, das große königliche Haus der Pharaonen weltweit. Genauso wie die Templer alles Adlige per A waren und keineswegs Mönche. Naja, ebenso macht und behält man eine Sklavenrasse, zahm wie Schäfchen. Und hier kommen all diese Freimaurer her, von der per A. Da, das ist die Isis, auch am Omaha Beach, und da ist die Falke. Da. Ja, was willst du noch mehr? Na? Ist das nicht eklig? Und nachdem ich da, das ist hier auf Omaha Beach, da in dem magischen Kreis war, kam der Horusvogel auf mich zu. Hier, das ist genau auf der gleichen Stelle, bei Omaha Beach. Da, wo ich da die 666 und die neue Weltordnung und alles da, die Horus Matrix gefilmt habe. Ist es nicht unglaublich? Auf die Bestelle. Ich war stellvertretender Schiffanführer. Die Kunden, die Kronenkreuzer, die Kunden, wir sehen, die waren auf 10 bis 12 Kilometer Entfernung. Und dann fing das ja an. Und da ging dann auch ein von den großen Geschützen, der King, war ja keine 20 Meter von uns weg, rein in den Graben, direkt in den Graben getroffen. Um 2.30 Uhr werfen die ersten alliierten Kampfflugzeuge ihre Bomben ab. Die Schlachtschiffe eröffnen das Trommelfeuer. Die Bomben lagen weit hinter uns. Dann haben wir nur gehört. Den Artilleriebeschuss von den Schlachtschiffen und Kreuzern, die lagen, na, der nächste war vielleicht 10 Meter hinter meinem MG-Loch. Ne? Also den Dreck habe ich noch gekriegt, jede Menge. Aber eine Gefahr bestand für uns nicht. Alle Schlachtschiffe und Zerstörer, all die Bomber, die über unsere Köpfe hinwegflogen, die Raketen. Wir konnten diese ganze Maschinerie über unseren Köpfen sehen und hören. Man hörte sie mehr, als man sie sehen konnte. Wir fragten uns, wer soll das überleben? Und da gehen wir jetzt rein. Die Zeitzeugen Heinrich Severlo und David Silva bestätigen es ja. Sie haben absichtlich gerade daneben geschossen und bombardiert, damit die amerikanischen Soldaten dachten, dass da niemand mehr am Leben war und es ein Sonntagsspaziergang sein würde. Sonst wären sie ja nicht aus ihren Booten gekommen, um sich wie in einem Entenschießen verheizen zu lassen. Eben das ist die Horus Matrix. Und das Gleiche haben diese von so und so adligen Pharaonen per A an der Ostfront mit den Deutschen gemacht.